Hallo, herzlich willkommen zu einem Bad Hair Day. Ich habe einen relativ schlimmen Haartag. Eigentlich hätte ich meine Haare zum Beispiel noch waschen müssen, aber da ich heute jetzt keine Lust habe und Sport machen will, dachte ich, lass das so. Und ich habe ein richtig cooles Hair-Styling gefunden von Bella Hadid und dachte, ich mache das Ganze mal nach. Bella Hadid ist eine der beliebtesten Frauen, glaube ich, der Welt. Und sie sieht immer sehr cool aus. Von ihr kommen ja auch die Bella Eyes. Sie hat ja ihre Augen hier so, man munkelt, dass sie so ein bisschen hat. Hier so liften lassen. Ganz viele junge Mädels machen das ja auch nach mit dem Fadenlifting und sowas. Das ist wieder eine andere Geschichte, aber ich habe gedacht, ich mache mir heute mal die Haare wenigstens wie sie. Und dazu passt eigentlich dieser relativ fettige Ansatz ganz gut. Ich nehme das Ganze einmal durch. Am besten ist es, ihr habt Wildschweinborstenbürsten, weil wenn ihr, das sage ich euch ja auch schon seit vielen, vielen Jahren, wenn ihr trockene Haare habt, ist es besser mit diesem Kamm durch die Haare zu gehen, als mit einem normalen. Teilweise bricht der die Haare nicht so mega ab wie jetzt ein normaler Kamm, aber kämmt trotzdem sehr vorsichtig damit. Und zweitens zieht er das Fett auch in die Längen und zieht das so ein bisschen raus. Das ist sehr angenehm, damit die Haare zu bürsten. Ich mache euch mal ein paar Links in die Infobox, könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen. Vor ganz, ganz vielen Jahren habe ich den hier für 50 Euro gekauft. Da gab es noch keine im DM und so. Bestimmt schon 6 Jahre her, Leute. Seht ihr, das zieht das Ganze so ein bisschen in die Längen. Dann sieht das Haar nicht so am Ansatz so fettig aus. Ich müsste mal dringend meine Haare spitzen schneiden. So, die Haare sind gekämmt. Was wir als nächstes machen, ist ein paar Bobbypins rauslegen. Ihr teilt euch jetzt eine relativ große Pony-Strähne, ungefähr wie sie hier auf dem Foto. Also sie hat den Scheitel ungefähr über den, ja, so ein bisschen kurz vor dem höchsten Bogen der Augenbraue. In dem Drittel, also ist mein Scheitel zu weit. Ich habe übrigens eine Mermaid in Me-Maske ausprobiert und ich habe voll die Schuppen bekommen davon. So, und dann wird das Ganze noch hier seitlich nach unten zum Ohr abgeteilt, also praktisch das hier. Diese Strähne legen wir gleich zurück. Das Ganze mache ich jetzt einmal hier so fest. Einfach Klammern nehmen. Ihr könnt auch einfach Bobbypins nehmen, irgendwelche Spangen, womit ihr einfach dieses Haar so festmacht, dass es jetzt nicht gleich wieder auseinander geht. Und ihr das versehentlich mit in den Zopf integriert, weil jetzt machen wir uns einen relativ hohen Zopf. Und zwar nehme ich hierfür auch wieder einen Wildschweinkamm. Und das ist jetzt dieser Kamm hier von GHD. Ich habe den auf deren Event mal bekommen. Und ich kämme mir jetzt damit die Haare nach hinten. Ich werde euch so ein und auch ein ähnliches mal in die Infobox bringen. Und ich habe hier zum Beispiel eine Narbe, seht ihr das? Das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen abdecken. Und ich habe das jetzt einmal so zurechtgekämmt. Auch nicht vergessen hier unten. So, und was wir jetzt machen, ist einfach die ganze Zeit Haarspray draufsprühen. Ich habe jetzt hier einfach eins von Elnette. Das ist das Elnette Deluxe Starker Halt. Keine Ahnung, ich kenne mich 0,0 aus mit Haarsprays, weil ich so gut wie nie welche benutze. Und das hier habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Aber ich habe noch nie ein Haarspray gefunden, was perfekt meine Haare so zusammenklebt, dass diese ganzen Babyhaare verschwinden. Bäh, ist mein Mund. Die Arme tun irgendwann weh, deswegen gehe ich dann hier runter. Oh, aua. Hier wieder. Ich hoffe, habt ihr euch schon ein Haargummi rausgelegt, weil ich habe es nicht getan. Es ist so ein richtig schöner, so sauberer Zopf geworden. Jetzt legen wir ein Haargummi an. Dieses Haargummi sollte möglichst eure Haare halten. Ansonsten könnt ihr auch 2 Haargummis nehmen und dann einfach einen Pferdeschwanz binden. Am besten ohne Metall, das Haargummi versteht sich, weil dann zieht ihr euch die Haare da auch nicht so ab. Das ziehe ich jetzt nur an den Seiten ein bisschen hoch. Weil dann mache ich mir hier oben nicht wieder diese Knoten. Wisst ihr? Also ihr packt einfach euren Pferdeschwanz hier so an den Seiten und zieht den dann nochmal stramm. Huh! Und jetzt nehme ich noch ein zweites Haargummi und mache nochmal 2. Mal gehe ich nochmal drum herum. Ja, das ist nicht so sauber geworden hier unten, wie ich wollte. Kennt ihr das? Ihr macht eure Haare zu und dann bleibt ihr mit einem Nagel hängen und dann ist hier so ein... So, jetzt mache ich wie gesagt nochmal, ich mache jetzt nochmal überall Haarspray drauf und werde das immer zurückkämmen direkt mit. Ich habe jetzt gleich noch was von Got2Be. Ich finde, das ist ganz okay, solange man nicht dran kommt für Babyhaare. Spray das einmal hier voll und dann kämme ich nochmal mit dem Kamm so entlang. Mit einem Kamm würde ich das Ganze jetzt nochmal aufrauen. Das würde ich aber nicht wollen, deswegen klebe ich das so ein bisschen mit meinen Fingern nochmal so fest. Einfach mit einem Haarspray drauf und dann mit den Fingern glatt streichen. Das ist das, was ich meinte von Got2Be. Das ist so eine, wie so eine Mascara sieht das aus. Und dann ist da so ein flüssiges Gel dran und dann kann man eigentlich seine
Babyhärchen damit zurückkämmen. Man sollte halt jetzt darüber nicht noch einen Pulli ziehen, weil dann ist alles sowieso wieder durcheinander. Ist eigentlich ganz gut für die Babyhärchen, die man so zurückkämmen möchte. Kann man auch mit dem Finger nochmal drüber gehen, um das Ganze so ein bisschen zu festigen. Ist nochmal eine Tonne Haarspray drauf. Ziehe ich das Ganze nochmal an den Seiten so ein bisschen fester. Ich glaube, jetzt könnte es auch schon mit dem Pony weitergehen. Ich habe den jetzt einmal hier losgemacht und werde den jetzt einmal hinter mein Ohr. Ihr könnt den auch so über euer Ohr, wenn ihr wollt, aber ich mache es hinter mein Ohr. So, zurechtkämmen, bevor ihr sie festmacht, falls ihr euch zum Spazieren verabredet. Am besten ist es, ich zeige euch gleich mal wie, das ist die Bobbypins in einem X übereinander zu legen. Wirklich in so einem X. So, weil die haken sich dann fest. Ich nehme mir so kleine Wölbungen und die haken sich dann ineinander fest. Meine Freundin Geraldine übrigens diesen Hairstyle geschickt und meinte, Mädel, do it. Könnte deine Follower interessieren. Tu das Ganze jetzt wieder mal mit Haarspray an. Können wir nochmal dieses Got2B-Dings hier nehmen. Ich finde das ganz gut, das zu Hause zu haben. Man kann für solche Hairstyles sowas immer sehr gut gebrauchen, um die Babyhärchen so ein bisschen wegzukämmen. Aber wie gesagt, es hält nicht so bombig wie bombenfest, also bei mir an den Haaren. Ich denke, bei feinerem Haar wird das ein kleines bisschen besser halten noch. Jetzt schließe ich einmal mein GHD Platinum Plus Styler an. Das ist ein sehr, sehr gutes Glätteisen. Warm machen, wobei das dauert 2 Sekunden. Jetzt nehmen wir einmal eine Strähne und wickeln sie einmal um das Haargummi drumherum, weil das war auch mit in ihrer Frisur mit drin. Ihr könnt das auch weglassen. Ich lasse sowas normalerweise weg, weil es sich bei mir sowieso wieder löst. Aber ich zeige euch, wie das funktioniert. Deswegen bin ich ja da. Die Hälfte reicht. Wird es am Ende auch besser befestigt. Und dann legen wir das Ganze einmal praktisch um das Haargummi oben drum herum. Und dann versuchen wir hier so einen Bobbypin durchzuschieben und das so festzumachen. Jetzt habe ich den hier einmal angemacht. Der nächste Schritt ist jetzt, die Spitzen der Haare einmal nach außen zu legen. Also werde ich mir einmal hier nochmal meine Spitzen durchkämmen. Ich will ja auch meine Haare alle auf eine Länge kriegen. Das ist gerade nicht so einfach ohne Friseur. So, also, und jetzt hebe ich meine Strähne oben fest, weil ich will nicht an dem Haargummi ziehen. Und unten mache ich praktisch so eine halbe Locke rein, sodass man unten wie so eine Wölbung einfach hat. Ihr geht so lang. Und dann so nach außen praktisch das Glätteisen einmal komplett drehen. So, jetzt werde ich noch ein Öl nehmen für die Haare und mir das Ganze so ein bisschen auf die Hände geben. Und dann gebe ich mir das in die Spitzen. So, jetzt sprühe ich mir das Ganze nochmal mit Haarspray an, damit ich das ein bisschen legen kann hier. So ein bisschen 90s, damals Look. Ich nehme jetzt hier mal die Naked Reloaded Palette. Und hier ist ein Ton drin, der nennt sich Endgame. Das ist ein relativ dunkelbrauner Ton. Wenn ich jetzt schwarz nehmen würde, würde das Ganze bei mir einfach zu hart aussehen. Da könnte ich einfach mal durchprobieren. Ich habe einen sauberen Pinsel genommen und klopfe das Ganze jetzt einmal richtig ab. Und dann gehe ich praktisch mit so wischenden Bewegungen, so auch so klopfenden und tippenden Bewegungen hier an meinen Haaransatz. Ich nehme jetzt einfach den schwarzen Ton aus meiner eigenen Palette. Das war hier mal so ein Tester-Ding. Und ich gehe jetzt einfach hier in Daddy. Das ist dieser schwarze Ton. Und auch den klopfe ich erstmal ab. Gehe in so wischenden Bewegungen. Und was ist mit dir so? So, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen, dieses kleine Tutorial. Gebt gerne ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal für die nächsten Videos. Mein nächstes Video wird übrigens ein Taschenvideo. Ich zeige euch meine kompletten Designertaschen, was der Vor- und Nachteil von denen ist, welche ich sehr gerne trage, welche unvorteilhaft war und bla bla bla. Jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und wir sehen uns dann am Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüssi.